Die nachfolgende Sendung wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NSK, dem führenden Hersteller von Wälzlagern, Automobil- und Präzisionskomponenten. NSK. Motion and Control. Guten Morgen und herzlich willkommen bei Autobranch, dem Frühstücksfernsehen für die automobile Welt. Auch heute erfahren Sie bei uns wieder alles, was Sie über die Automobilbranche wissen sollten. Durch die Sendung leitet Sie meine liebe Kollegin Moni Pappelau. Guten Morgen, Moni. Guten Morgen, Guido. Hallo, liebe Zuschauer. Wir starten wie immer mit unserem Pressespiegel, einem Überblick aktueller Meldungen unserer Kollegen aus der Zeitungsmagazin und Online-Welt. Ein Auto, das sich überall auf der Welt erfolgreich verkauft. Das ist der Traum der Autohersteller. Bisher aber sind alle Vereinheitlichungsversuche gescheitert, wie nicht nur Spiegel Online zu berichten weiß. So unterschiedlich sind die Geschmäcker auf den Kontinenten. Dabei ließe sich viel Geld mit einem solchen weltweiten Kassenschlager sparen. Teure Technik würde günstiger und mehr Ressourcen für die Weiterentwicklung frei. So jedenfalls die Vision. Nun scheint beim Hersteller Ford diese Idee erstmals zu funktionieren. Bekanntlich sind die früheren Bemühungen, Sie erinnern sich, CW27, kläglich gescheitert. One Ford heißt die neue Strategie. Nicht mehr viele Modelle für viele Regionen, sondern eine Palette für die ganze Welt ist das Ziel. Statt wie bislang mehrere Dutzend Plattformen sollen künftig 10 dieser viele hundert Millionen Dollar teuren Bodengruppen reichen, um die ganze Autowelt zu bedienen. Die Amerikaner setzen dabei auf ein globales Wir-Gefühl. Statt die Konzernteile auf unterschiedlichen Kontinenten gegeneinander auszuspielen, wird kooperiert. Die Europäer entwickeln für die ganze Ford-Welt die Klein- und die Kompaktwagen. Die US-Amerikaner dagegen kümmern sich um größere Limousinen und um die Elektrifizierung des Antriebs. Was bei diesem Konzept im Gegensatz zu beispielsweise GM herauskommt, ist eine Firmenfamilie, in der Frieden herrscht und damit auch mehr Ressourcen zur Entwicklung ihrer Fahrzeuge. Interessante Artikel zu finden im Spiegel Online. Alle Autoexperten wollen es wissen. Der Abschwung kommt. Porsche-Chef Matthias Müller zeigt sich auf der Pariser Motorshow und im Interview mit der Welt Online trotzdem optimistisch. Denn seiner Meinung nach ist Porsche gut vorbereitet, flexibel, sparsam und effizient. Und deshalb wollen die Zuffenhausener, aller Unkenrufe zum Trotz, bis 2018 ihren Absatz verdoppeln. Und das liegt nicht unbedingt daran, dass ein Luxus-Sportwagenbauer wie Porsche krisenresistenter ist als die Volumenhersteller. Auch hier muss in alle Richtungen gerudert werden. Deshalb baut Porsche auch sein Händlernetz in China aus und macht an seine Baureihen ein dickes Plus. Mittelfristig sollen es 7 werden. Fürs Erste darf man sich aber mal auf den 911 Turbo, den 918er Spider und dann den Macan freuen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch noch einen Porsche mit Elektroantrieb. Aber das ist für Müller doch zu viel des Guten. Stattdessen setzt Porsche auf Plug-in-Hybride und glaubt an das Sparpotenzial beim Verbrennungsmotor. Denn ganz ehrlich, Porsche ohne den typischen Porsche-Sound, das ist wie Kuchen ohne Sahne. Und Diät, ganz ehrlich, mag keiner. Toyota sorgt derzeit für Aufsehen, denn die Japaner haben einen recht radikalen Strategiewechsel beschlossen. Künftig wollen sie der Brennstoffzelle den Vorzug vor batteriegetriebenen Elektroautos geben. Dass irgendwann Autos elektrisch angetrieben werden, ist unter den großen Autobauern unbestritten. Heiß diskutiert wird dagegen die Frage, wie schnell von herkömmlichen auf elektrische Antriebe umgestiegen werden kann und woher die Energie für den Elektromotor kommen soll. Aus einer wasserstoffgespeisten Brennstoffzelle oder ausschließlich einer Batterie. Toyota-Chef Akio Toyoda hat sich nun für die Brennstoffzellenfahrzeuge entschieden. Im Gegensatz zu den Batterieautos haben die eine große Reichweite und können ähnlich wie herkömmliche Autos betankt werden. Schon im Jahre 2014 werde die Serienproduktion eines Toyota Prius mit Brennstoffzellenantrieb beginnen. Ab 2015 solle das Auto dann weltweit vermarktet werden. Ein großes Problem sind auch für Toyota im Moment noch die Kosten. Derzeit liegt der Preis eines Serienautos bei über 100.000 Euro. Auch wenn der Preis bis zur Markteinführung noch erheblich gesenkt werden muss, wird das Auto wahrscheinlich teurer sein als ein Elektroauto.
Mit seinem Brennstoffzellenkurs setzt sich Konzernchef Toyota von weiten Teilen der Branche und von seinen neuen Kooperationspartner BMW ab. Die Münchner und auch Wettbewerber wie Volkswagen oder General Motors gehen davon aus, dass sich zunächst Batterieautos durchsetzen werden und bringen Dutzende solcher Modelle in den kommenden 5 Jahren auf den Markt. Die Weichenstellung erinnert an die Entscheidung von Toyota vor 15 Jahren, ein Hybridauto mit kombiniertem Elektro- und Benzinantrieb auf den Markt zu bringen. Lange wurde die Technik belächelt, heute gilt sie als idealer Einstieg in die Elektromobilität. Mal sehen, ob die Japaner ein glücklicheres Händchen bei dieser Technologie haben als wir Deutschen. Das ist die gefühlt 100. Elektroautostrategie aus dem Hause Merkel. Wollte die Bundesregierung bis 2020 noch 1 Million E-Autos auf den Straßen haben, sind es jetzt nur noch 600.000. Damit die Million aber trotzdem irgendwie voll wird, zählen jetzt auch Hybridfahrzeuge. Denn ganz ehrlich, wer weiß denn schon, welcher Antrieb sich durchsetzen wird? Deshalb ist es wichtig, dass alles auf den Markt kommt, was im Zusammenhang mit der Energiewende steht. Und deshalb verweigert sich auch Wirtschaftsminister Rösler einer staatlichen Kaufprämie, die sich nur auf E-Autos beschränkt. Trotzdem bleiben die steuerlichen Vorteile für die E-Autos erhalten. Zum Beispiel keine Kfz-Steuer mehr. Was aber ist der Grund von dem Meinungsumschwung der Regierung? Die Antwort: die Technik. Der Forschungsstand im Bereich der Batterietechnik wird in den kommenden Jahren wohl keine Innovationssprünge machen. Denn bis jetzt können moderne Batterien eine Reichweite von 160 Kilometern sicherstellen. Danach muss ein Verbrennungsmotor einspringen. Und auch die Idee, dass überschüssiger Strom aus Wind, Sonne und Wasser in Autobatterien gespeichert werden soll, ist zwar toll, aber weit weg von marktreif. Deshalb will die Regierung weiter Geld in die Forschung pumpen. Laut Merkel ist 1 Milliarde bis 2013 zugesagt und daran wird auch nicht gerüttelt. Den gesamten Artikel können Sie noch einmal nachlesen in der Welt online. Kommen wir nun zu unserer Neuvorstellung der Woche. Der neue F-Type von Jaguar feierte gerade in Paris seine Weltpremiere. Er soll der Nachfolger für den legendären E-Type werden, von dem das letzte Exemplar 1974 gebaut wurde. Seitdem produzierte Jaguar Limousinen und opulente Sporttourer, aber eben keine reinrassigen Sportwagen mehr. Das ändert der Edelhersteller jetzt. Der neue F-Type soll aber nichts nachahmen, sondern selbst überzeugen. Und zwar vor allem mit seiner neuen, glatten Linie. Extra dafür wurden versenkbare Türgriffe entwickelt. Der Heckspoiler fährt erst dann aus, wenn er wirklich gebraucht wird. Und auch im Inneren ist das Motto glatt. Nichts von Schnickschnack zu sehen. Sogar die Lüftungsdüsen der Klimaanlage kommen nur dann aus der Armatur, wenn das System eingeschaltet ist. Auch der Motor kann sich sehen lassen. In der Basisversion wird der neue F-Type mit einem 3 Liter großen V6-Kompressormotor vorfahren, der wahlweise 340 oder 380 PS leistet. Das Topmodell schafft mit einem ebenfalls per Kompressor aufgeladenen 8-Zylinder-Motor 495 PS. Außerdem bietet Jaguar im F-Type eine Launch Control in der Programmierung des 8-Gang-Automatikgetriebes an. Da sieht man beim Start dann nur noch schwarzes Gummi auf dem Asphalt. Der Fahrer muss ihn nur aktivieren und Vollgas geben, dann rennt der F-Type in 4 Sekunden statt in 4,3 aus dem Stand auf Tempo 100. Den Jaguar F-Type können Sie zu einem vergleichsweise günstigen Preis von 73.400 Euro erwerben. Und wir machen jetzt weiter mit unseren Top-Meldungen der Woche. Toyota. Dem japanischen Autohersteller machen die anti-japanischen Proteste in China zunehmend zu schaffen. Wegen der gesunkenen Nachfrage wolle der Autokonzern seine chinesische Produktion im Oktober möglicherweise gegenüber den Planzahlen um rund die Hälfte senken, berichtet die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei. Daimler. Der Stuttgarter Autobauer will in den kommenden Jahren rund 170 Millionen US-Dollar in seine argentinische Nutzfahrzeugproduktion investieren. Das Geld solle vor allem in die Fertigung neuer Bus-, Lkw- und Transportermodelle für den lateinamerikanischen Markt fließen, kündigte Daimler-Chef Dieter Zetsche an. Am Standort in der Hauptstadt Buenos Aires wolle Daimler 850 neue Stellen schaffen und die Belegschaft damit um 40% erhöhen. BASF und SGL. Der Chemiekonzern und der Kohlenstoffspezialist entwickeln gemeinsam einen neuen Verbundwerkstoff für leichte Autokarossen.
Das Material basiere auf Kunststoff und Carbonfasern. Das Besondere daran sei, dass die den Werkstoff stabilisierenden Carbonfasern regelrecht in dem noch flüssigen Kunststoff getränkt würden. In einer chemischen Reaktion entstehe dann eine besonders stabile Verbindung. Der neue Verbundwerkstoff soll besonders leicht, stabil, gleichzeitig aber vergleichsweise einfach in Form zu bringen sein. ZF, der neue Vorstandsvorsitzende des Automobilzulieferers, Stefan Sommer, konkretisiert seine Sparpläne im Einkauf des Konzerns. Neben der Zentralisierung des Einkaufs will sich das Unternehmen künftig stärker auf global tätige Zulieferer stützen. Von vielen lokalen Lieferanten wolle man sich trennen. ZF will die Zahl seiner Lieferanten von 3.500 auf 2.000 reduzieren und die Hälfte des 500 Millionen Euro schweren Sparpakets schon im kommenden Jahr umsetzen. Renault. Angesichts des Absatzeinbruchs in Europa überlegt der französische Autobauer in Zukunft, preiswerte Fahrzeuge für Schwellenländer zu produzieren. Das Auto müsse international ansprechend sein und sich in großen Stückzahlen verkaufen lassen. Das Fahrzeug soll kleiner sein als der Rest der preiswerten Renault-Modelle, wie beispielsweise der Logan, gab der für das Billigsegment des Autobauers zuständige Arnaud Deboeuf bekannt. Opel. Wegen der anhaltenden Absatzflaute will der Rüsselsheimer Autobauer voraussichtlich von Anfang 2013 an im Werk Eisenach die Nachtschicht streichen. Ziel sei es, ab 1. Januar in den zweischichtigen Betrieb zu wechseln. Die Verhandlungen über den Wegfall der Nachtschicht liefen. Es müssen auch eine Reihe von Details geklärt werden. Ein Personalabbau sei damit aber nicht verbunden, erklärte der Eisenacher Betriebsratschef Lieske. Diese und weitere aktuelle Nachrichten zum Nachlesen finden Sie unter www.automanager.de in der Rubrik Meldungen. Soweit unsere Top-Meldungen. Weiter geht's mit den Terminen und Guido. Dankeschön, Moni. Und ich habe wie immer noch ein, zwei Veranstaltungshinweise für Sie. Auf der iCarTech, der aufstrebenden Messe für Elektro- und Hybridmobilität, geben führende Hersteller einen Überblick über den aktuellen Stand der Elektromobilität. Gezeigt werden unter anderem Elektrofahrzeuge, Speichertechnologien sowie Antriebs- und Motorentechnologien. Ein zusätzliches Testgelände, auf dem Besucher die neuesten Elektrofahrzeuge ausprobieren und sich mit der Technologie vertraut machen können, ist ebenfalls integriert. Die iCarTech startet am 23. Oktober in München und geht bis zum 25. Oktober. Das Internet, Smartphones und Social Communities erobern das Fahrzeug und stellen neue Anforderungen an Hersteller von Infotainment-Systemen und an die OEMs. Die dritte Fachtagung Infotainment setzt sich mit den aktuellen Fragen zum Themengebiet auseinander. Die Veranstaltung findet am 17. und 18. Oktober in München statt. Und wenn Sie online gehen, dann finden Sie weitere Veranstaltungen natürlich auch in unserer Rubrik Events unten rechts im Menü. Genau, das war der Autobranch für dieses Mal. Nicht vergessen, wer in der Automobilbranche etwas zu sagen hat, sagt es in Automanager TV. Hi. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihnen noch einen guten Morgen. Tschüss von uns. Tschüss.